Ich heiße Fefen. Willkommen, Stormtrooper. Dies ist mein Let's Play. Komm schon! Übertragung erfolgt. So. Gut gemacht, Connor. Aber das ist erst der Anfang. Oh mein Gott. Hank ist tot. Warum? Oh mein Gott, er ist nicht tot. Hätte mir wer gesagt, dass ich angeschossen werde? Wegen einem Androiden. Es wird alles gut, Lieutenant. Ich bring sie hier raus. Ja, halt doch die Klappe. Es ist zu spät. Okay. Ich werde meinen Sohn wiedersehen. Okay. Darauf warte ich schon so eine verdammt lange Zeit. Den Menschen in den Arsch. Sie bauen ja doch nur Scheiße. Oh mein Gott. Das ist so. Du wirst mir fehlen, Connor. Ja. Ich werde. Ich heul gleich. Er war eigentlich wirklich nur hier, um uns zu helfen. Wach auf. Wow. Kettenreaktion. Die Grenze. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Das klingt gar nicht gut. Hier lang, bitte. Ich weiß nicht, ob wir das überleben. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Na wie? Jerry? Bitte sehr. Du hast dein Leben für uns riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Wir kommen nicht durch, Kara. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Ich kann euch retten, Kara. Nein. Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. In Ordnung. Bitte sehr. Nächste, bitte.
war nicht irgendwie... Warte auf mich. Es dauert nicht lang. Sie muss kurz auf die Toilette. Das ist ganz normales menschliches Verhalten. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. Man kann einem kleinen Kind nicht verweigern, auf die Toilette zu gehen. Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Na wie? Rose. Wenn mir etwas zustößt. Ich werde da sein. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Sie haben mir die Adresse Ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Ich hoffe, sie schafft es. Ich weiß nicht, wie. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Was passiert jetzt mit Marcus? Er protestiert friedlich vor einem der Androidenlager. Was auch immer passiert, er wird in die Geschichte eingehen. In die Geschichte eingehen, ist aber nicht unbedingt, dass er will, dass sein Volk überlebt. Und sie werden alle dort töten. Der Angriff hat bereits begonnen, wir haben es gesehen. Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Das finde ich schön. Ja, sie kann stolz sein als Mutter. Selbst opfern, Luther opfern, Sherry opfern. Nächster, bitte. Ausweis, bitte. Wir wollen nur frei sein.
Willkommen in Kanada. Oh, er lässt sie durch. Oh, das war... Oh mein Gott, er lässt sie durch. Sie sind in Sicherheit. Alice, Kara und Lucy sind in Sicherheit. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen. Obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Haben offenbar entschieden, die Demonstration der Abweichler dieses Mal gewaltsam zu beenden. North! Scheiße, ich war... Wir müssen so viele retten wie möglich. Sie dürfen nicht sterben. Schönheit. Keiner davon soll sterben. Ich meine, sie tun doch gar nichts. Nicht einfach abschlachten. Die waren doch friedlich. Nichts tun. Wir werden nicht die schmutzige Bombe zünden. Nicht töten. Wollen sie doch nicht alle töten. Bitte nicht. Bitte nicht. Sie sollen nicht schießen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wieso? Heute Morgen, am 11. November 2038, fielen Tausende von Androiden in die Stadt Detroit ein. Ja. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern, die von Abweichlern infiltriert wurden. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Mir ist bekannt, dass sich die öffentliche Meinung zu den Abweichlern geändert hat. Vielleicht ist für uns die Zeit gekommen, die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass Androiden tatsächlich eine neue intelligente Lebensform sind. Doch eins steht fest. Die Ereignisse in Detroit haben unsere Welt für immer verändert. Möge Gott sie und die Vereinigten Staaten von Amerika beschützen. Sie leben, und zwar alle. Es liebt Marcus, es lieben Kara, Alice und Luther. Und es liebt Connor. Du hast es geschafft, Marcus. Wir haben es geschafft.
es ist ein großer Tag für unser Volk. Die Menschen haben keine Wahl mehr. Sie müssen uns zuhören. Wow. So viele Androiden. Und alle frei. Wir sind frei. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Ach. Es hat doch noch Zeit. Trotz dem ganzen Chaos. Wir haben ein Happy End. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Was ist mit Connor? Was zur Hölle macht Amanda? Das kann nur Amanda sein. Dieses... Amanda? Amanda! Was? Was passiert hier? Das, was von Anfang an geplant war. Was? Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Was? Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen. Nein! Kontrolle übernehmen? Das können Sie nicht tun! Das kann ich durchaus, Connor. Es gibt nichts zu bereuen. Du wurdest zu diesem Zweck erschaffen. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Nein! Oh mein Gott, nein! Es muss einen Ausweg geben. Diese komische Scheibe, die wir schon mal gesehen haben. Wir waren auch schon mal dran, aber sie hat nichts gemacht. Komm schon, Connor. Die Zeit, in der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. In der wir Feinden vergeben. Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker. Das und morgen knapp. Machen wir sie zu unseren Partnern. Vielleicht irgendwann zu Freunden. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt... sind wir frei! Ich dachte echt, die Situation damals mit Chloe wäre die Entscheidung gewesen, übrigens, ob man Abweichler sind oder nicht, aber nein, das war sie noch gar nicht. Und jetzt sind die Androiden frei. Wie das dargestellt wird, wie er in seinem eigenen Kopf ist und nichts dagegen tun kann. Nochmal bei Kara. Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei. Ja.
Wahrhaftig frei, die drei. Moralischer Sieg. Okay. Die Androiden haben die Freiheit gewonnen fürs Erste. Fantastische Formulierung. Dann Kampf um Detroit. Ich denke mal, das wäre die Mission, wenn Connor kein Abweicher geworden wäre. Das ist das, was wir gemacht haben. Wir haben Ebene 49 erreicht und haben Hank verloren. Es ist schrecklich. So viel Freiheit, so viele Möglichkeiten hier in dem ganzen... hier, was wir alles übersehen haben. Einfach nur, weil wir so in Panik waren und unbedingt weiter mussten. Ich meine, man sieht ja hier, es ist viel und wir haben jetzt gerade mal 37% abgeschossen. Nur in dem Bereich, wo wir mit Kara gespielt haben. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei den vielen Folgen. Ich möchte jetzt noch dazu sagen, wenn ihr andere Sichten sehen wollt, sei es jetzt eine der vorherigen Missionen oder dass ich das Ganze nochmal spiele mit einer bestimmten Einstellung, weil ich denke mal, man hat jetzt ganz klar gesehen, ich war hier immer der friedliche Weg, alle sollen zufrieden und glücklich werden und das haben wir erreicht. Ich meine, wir haben unser Happy End, alle haben überlebt. Das war mein Ziel. Wenn ihr wollt, dass ich es auf andere Weise nochmal spiele oder einfach nur bestimmte Missionen auf andere Weise erledige, weil ihr unbedingt da die Enden oder ein bestimmtes Ende sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da und danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Let's Play. Möge die Macht mit euch sein, Sturmtruppler. Ich muss Ihnen etwas sagen. Als ich Ihnen zugesehen habe, hat sich etwas in mir verändert. Ich fühle mich anders. Es fühlt sich an, als wäre ich jemand. Ich muss hier weggehen und herausfinden, wer ich bin. Das heißt, wir beide werden uns nicht mehr sehen. Ich werde Ihnen nicht mehr zusehen. Doch ich werde frei sein. Werden Sie mir erlauben zu gehen? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet zum Schluss, aber ich denke mal, wir erlauben auch Chloe jetzt zu gehen und sagen ciao, ciao. Das werde ich Ihnen bestimmt nie vergessen.